Rund 18.000 Frauen und Mädchen liefen am vergangenen Samstag wieder für den guten Zweck. Beim 34. Avonlauf durch den Tiergarten wurde nicht nur etwas für die eigene Fitness getan, sondern zugleich der Kampf gegen Brustkrebs unterstützt. Bei optimalen Laufbedingungen und Temperaturen bis 20 Grad gingen die Teilnehmerinnen hochmotiviert an den Start. Es ist für den guten Zweck und es macht natürlich ganz viel Spaß. Und wir machen es jedes Jahr. Da meine Mutter an Brustkrebs erkrankt ist, hat es eine doppelte Bedeutung. Das ist ein Familienevent und nebenbei macht man auch noch was Gutes. Also was gibt es Besseres? Wir wollten gerne was zusammen machen, unternehmen und haben gesagt, wir melden uns an. Einfach nur toller Event, tolles Wetter, tolle Stimmung. Ich liebe es. Auch GZS-Star Valentina Pade machte sich mit ihrer Teilnahme am 5-Kilometer-Lauf stark für Brustkrebsbetroffene. Für die prominente Nichtläuferin war es eine ganz schöne Herausforderung, die sie aber dank der mitreißenden Stimmung auf der Strecke gut meisterte. Es war doch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, denn wenn man in diesem Flow drin ist, mit den ganzen Frauen mitläuft, dann treibt eines so automatisch irgendwie weiter. Und ich bin total stolz, dass heute so viele Frauen gekommen sind und sich auch für dieses Thema so einsetzen. Die zahlreichen Teilnehmerinnen machten in mehreren Kategorien auf das Thema Brustkrebs aufmerksam. So konnte man in Walking, Nordic Walking oder Laufen starten und sich jeweils für 5 oder auch 10 Kilometer entscheiden. Pro Teilnehmerin kam 1 Euro in den Spendentopf für den guten Zweck. Titelsponsor Avon rundete den Betrag auf 25.000 Euro auf und übergab den Scheck an die Berliner Krebsgesellschaft. Für das weltweit erfolgreiche Unternehmen Avon, das Schönheitsprodukte für alle Altersgruppen und in unterschiedlichen Preisklassen anbietet, steht das Wohlergehen der Frauen an erster Stelle. Wir achten nicht nur auf die äußere Schönheit der Frauen, sondern auch auf ihr körperliches Wohlbefinden. Denn die Gesundheit, das Wohlergehen und die gute Laune der Frauen sind mit für ihre Schönheit verantwortlich. Deshalb sind wir heute hier, um den wichtigen Kampf gegen den Brustkrebs zu unterstützen und dazu beizutragen, dass in wenigen Jahren keine Frau mehr unter dieser schrecklichen Krankheit leiden muss. Für die Berliner Krebsgesellschaft sind die zusammengekommenen 25.000 Euro eine wichtige Unterstützung, denn der gemeinnützige Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Diese Summe hier geht heute in den Härtefonds für Brustkrebspatientinnen in Berlin. Das heißt, es sind Patienten, die finanziell in Notlage gekommen sind durch ihre Erkrankung. Damit werden zum Beispiel gesunde Ernährung oder neue Kleider angeschafft. Der Höhepunkt des 34. Avon Frauenlaufs war schließlich der 10-Kilometer-Lauf, zu dem GZSZ-Sternchen Valentina Pade den Startschuss gab. Auch hier zählte neben der sportlichen Leistung in erster Linie der Charity-Gedanke. Schnellste im Ziel war mit 34 Minuten 25 Marathonläuferin Lisa Hahner, gefolgt von den Berlinerinnen Viktoria Brandt und Cornelia Schindler. Und was war für die glückliche Siegerin das Wichtigste an ihrem erfolgreichen Tag? Wenn es mal so einen Schicksalsschlag gibt, einfach den Leuten Mut zu geben und zu sagen, hey, ihr könnt es schaffen, wenn ihr es wollt und wir denken an euch und unterstützen euch. Der 34. Avon Frauenlauf war mit Sicherheit erneut ein wichtiger Beitrag zum Kampf gegen Krebs. Dank der Spenden, dank des Sportgeistes und dank des Engagements von Avon sowie von allen teilnehmenden Frauen für Frauen mit Brustkrebs.